Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Fully Modded Parkbauprojekt hier in Jurassic World Evolution. Und beim letzten Mal haben wir dieses tolle Gehege gebaut. Das ist auch wieder richtig gut bei euch angekommen. Schon mal vielen Dank für die ganzen Likes auf dem letzten Video. Und ihr habt auch richtig viele tolle Namensvorschläge für unsere 7 neuen Dinosaurier in die Kommentare geschrieben. Da habe ich natürlich auch welche rausgesucht und unsere neuen Dinosaurier benannt. Und ich würde auch sagen, da kommen wir jetzt als allererstes mal zu. Hier vorne haben wir ja... Oh, wie hießen die nochmal? Ginsosaurus? Schon wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, damit ihr mich nochmal daran erinnert. Das hier ist Harry. Wunderschön in Rot. Toller Name. Dann haben wir hier einmal in Grün Türkis. Das ist Frederik. Harry und Frederik. Und der dritte im Bunde, das ist schön im Dunkelgrün. Eher so naturfarben, tarnfarben. Das ist Flo. Auch ein kurzer, knapper Name. Finde ich aber trotzdem toll. Vielen Dank schon mal für diese coolen Namensvorschläge. Ich glaube, die sind irgendwie Ginsosaurus oder sowas. Weiß aber nicht mehr ganz sicher. Hier vorne haben wir auf jeden Fall dann noch, glaube ich, 4 Pachis waren es. Schon ein bisschen her, dass ich aufgenommen hatte. Da haben wir als allererstes THXVZ. Auch wunderschön. Diese Pachi-Mod. Alle Mods, die ich hier euch zeige in dem Video oder die ich benutze hier in dem Park, sind natürlich für euch wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes haben wir Paula Ludewig. Versteckt sich hier gerade so ein bisschen unter den Bäumen. Dann haben wir hier vorne in eher so beige und schwarz. Das ist Rico. Sieht schon echt cool aus hier mit dem Kopf oben, mit der Kopfplatte. Ganz anders als der normale Pachy aus dem normalen Standardspiel. Und hier haben wir Taco als allerletztes. Oh, hier vorne ist die Lücke ganz schön groß. Ich hoffe, da können die nicht durch. Sehe ich gerade mal so. Das war der letzte, ne? Ja, okay. Perfekt, dann haben wir schon mal die Namen abgearbeitet soweit. Und das hier ist die Lücke. Schauen wir mal ganz kurz nach. Nicht, dass wir hier Probleme kriegen. Ne, okay, aber wir sind schon sehr nah an den Parkrand rangegangen. Ich glaube, das Einzige, was wir da noch machen könnten rein optisch, wären entweder versuchen Bäume davor oder so. Was vermutlich nicht klappen wird. Nee, das wird nix. Ansonsten könnte man höchstens versuchen, mit diesem Felsen hier zu arbeiten. Und den da so ein bisschen noch davor zu machen. Das wäre, glaube ich, so die einzige Möglichkeit. Aber das klappt ja auch nicht vernünftig. Aber so schlimm finde ich das auch gar nicht. Nö, das fällt eigentlich gar nicht auf, wenn man so von hier oben guckt. Hat halt gerade nur so komisch ausgesehen, weil man von hier unten guckt, sieht das halt so sehr offen aus. Aber das können wir leider nicht ändern, weil halt hier der Parkrand ist. Was ich heute in der Folge geplant habe, ist einmal diesen Bereich fertig machen, dass wir den ersten Bereich komplett fertig bekommen, also diesen gesamten Bereich hier, den schwierigsten Bereich. Und dann werde ich mich einem der neuen Bereiche widmen, entweder hier unten oder ich denke, ich werde erstmal den hier machen. Als ersten Akt für die heutige Folge möchte ich auf jeden Fall versuchen, das hier noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Das Zusammenführen der Wege hier gefällt mir noch nicht ganz so gut, muss ich sagen. Das möchte ich irgendwie noch ein bisschen spannender haben, vielleicht mit so einem Kreis, wo wir noch ein bisschen Deko oder so reinpacken, also so ein Wegkreis. Ja, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ist halt immer sehr schwierig, weil man so wenig Möglichkeiten hat, wirklich ja, zu dekorieren und das Ganze so ein bisschen anders mal zu gestalten. Ist leider sehr, sehr schade. Ich hoffe wirklich nochmal auf irgendeine richtig coole Deko-Mod von irgendjemandem, der sehr gut im Modden ist. In der heutigen Folge werde ich euch auch wieder eine weitere eigene Mod zeigen. Ich habe da nämlich wieder ein bisschen rumgespielt. Mal gucken, vielleicht werde ich auch irgendwann mal eine eigene Dinosaurier-Mod machen, wenn ich mal die Zeit dazu finde. Aber ich werde jetzt erstmal hier so einen schönen Kreis bauen. Denke mal. Wow. Okay, wir sollten hier noch die Verbindung auf der Seite machen, dann klappt das eigentlich immer ganz gut. Ich mache den nämlich, glaube ich, so doppelt breit. So ist, glaube ich, ganz schön. Ich weiß nicht, ob mir das schon zu viel ist. Ich versuche es noch ein bisschen enger zu machen. Zu groß will ich auch nicht. So ungefähr. Und dort in die Mitte platziere ich, glaube ich, einen Redwood-Tree. Das hier ist, glaube ich, der kleine, ne? Mammutbaum heißen sie auf Deutsch. Ich finde aber Redwood-Tree klingt irgendwie ein bisschen cooler. Deswegen werde ich das Ding, denke ich, mal weiterhin sagen. Und da drumherum mache ich jetzt einmal Lampen. Das ist zwar immer viel Arbeit, aber ich glaube, das wird sich später lohnen. Weil ich glaube, unser Park wird nachher richtig cool aussehen im Dunkeln, wenn wir viel mit diesen Lampen arbeiten. Das werde ich auch den ganzen Park weiterhin durchziehen mit den Lampen, auch wenn es
natürlich an solchen Stellen immer teilweise sehr anstrengend ist, aber das macht nichts. Ich meine, für euch ist es ja an sich gar nicht schlimm, weil ich kann das ja einfach im Speedbuild einfach durchlaufen lassen und dann noch so ein bisschen darüber sprechen. Und dann ist das ja ruckzuck für euch erledigt. Für mich dauert es dann halt immer so ein bisschen länger. Aber ist jetzt ja auch keine schlimme Arbeit. Ich habe hier auch natürlich den ganzen Untergrund jetzt nochmal ebenerdig gemacht, weil ich habe gar nicht bedacht, dass die Lampen natürlich auch nur auf ebenerdigen Untergrund gebaut werden können. Aber das habe ich jetzt alles soweit gemacht. Und dann einmal die Lampen drumherum. Und dann sah das Ganze schon relativ cool aus. Da mache ich jetzt noch einmal so ein paar Büsche hin. Mal so viel wie geht, werde ich versuchen. Damit das schön bepflanzt aussieht für die Besucher. Ist immer das Schöne, wenn man hier die ganzen Büsche mixt. Dann bekommt man eigentlich immer in der Regel so viel raus, wie Maximum geht. Oh, das ist sehr gut hier. Kommen noch mal ein paar größere Büsche damit rein. Das ist super. Alright. So sieht das Ganze aus. Sieht doch cool aus. Auch vom Nahen sieht das jetzt sehr schön bepflanzt aus. Einmal drumherum die Lampen. Gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das ist gar nicht ganz rund. Ein bisschen oval geworden, ich weiß es nicht. Aber das macht nichts. So schlimm ist es nicht. Und jetzt müssen wir hier natürlich die Wege noch vernünftig dann verbinden. Ich denke mal, ich werde relativ nah hier an den Rand gehen. Und das Ganze dann so daran führen. Hier vorne werde ich natürlich auch einfach nur gerade bauen, denke ich. Oder wie mache ich das am besten? Ich denke mal so. So, super. Und hier vorne auch einfach gerade durch. Möglichst mittig, damit die Säulen hier noch gerade sind. Oh, hier haben wir natürlich wieder ein paar Kanten und so drin. Und es ist natürlich noch sehr uneben. Da müssen wir jetzt natürlich nochmal bei. Durch die Lampen können wir es halt jetzt leider hier auch nicht uneben glätten. Aber ich denke mal, das kriegen wir ganz gut hin. Das sieht zumindest schon ziemlich gut jetzt aus. Hinten können wir natürlich auch noch so ein bisschen runtergehen, dass sich alles so ein bisschen der Landschaft noch anpasst. So, das sieht doch super aus. Hier nochmal ein bisschen überglätten. Sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das mache. Ich glaube, Lampen werde ich hier auch noch vielleicht hin platzieren. So die ein oder andere an den Weg. Aber hier im Kreis vielleicht nicht. Oder vielleicht hier außen rum. Ich weiß halt nicht, ob das wieder für Probleme sorgt, weil Lampen sind immer cool. Vor allem, wenn ich ja den Park dann auch gerne mal bei Nacht mir angucken möchte. Kann es ja mal probieren, ob ich hier noch so ein paar außenrum kriege, ohne dass die Landschaft völlig kaputt geht. Von den Erhöhungen her. Erstmal hier überall in die Ecken, das ist, glaube ich, ganz cool. Hier so hin. Wieder in die Mitte noch eine. Okay, super. Sehr schön. Das mache ich mal eben hier noch und hier an den Wegen und dann sehen wir uns wieder. Okay, die Lampen stehen. Hier vorne habe ich die jetzt erstmal noch weggelassen auf dieser Seite, weil da mache ich noch irgendwas hin. Aber ich glaube, so gehegemäßig oder so mache ich da eher nichts hin, weil wir haben schon in diesem kleinen Bereich jetzt 3 Gehege untergebracht, was ich wirklich sehr viel finde. Also ist nicht schlecht geworden. Ich glaube, ich mache hier einfach so einen kleinen See oder sowas hin, einfach als schöne Deko. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Dafür glätten wir mal eben erstmal alles auf die Weghöhe hier. Oh, ja, ihr seht schon, mit den Lampen, das ist teilweise echt gefährlich. Dadurch kann man sich ganz schnell hier Sachen kaputt machen. Wie sieht denn das jetzt so komisch aus? Und hier hinten haben wir auch noch so ein bisschen Platz. Da mache ich, glaube ich, einfach so ein bisschen Hügel das Ganze. Also hügelig das Ganze. Dann vielleicht ein paar Bäume hin oder sowas. Hier müssen wir aufpassen, dass wir den Weg hier nicht zu sehr anheben. Es kann auch ruhig so ein bisschen durcheinander sein hier mit den Hügeln. Also einfach, dass es natürlich aussieht. So ist das schon sehr gut. Dann pinseln wir das Ganze nochmal eben schnell an. So ein bisschen Felsuntergrund. Wird man wahrscheinlich gleich eh nicht mehr so großartig sehen, weil ich einfach da viele Bäume hinmachen werde. Aber ich möchte natürlich auch, dass es ein bisschen grün aussieht. Da hat auch mal jemand geschrieben, dass ich ja Sand machen könnte in diesem Gehege hier, damit das so eine andere Optik bekommt. Habe ich geantwortet auch drauf. Das geht leider nicht, weil wir auf dieser Insel leider keinen Sand zur Verfügung stehen haben. Finde ich sehr schade, aber kann man leider nicht ändern. Ich überlege jetzt gerade, ob wir nur vielleicht hier ein paar Bäume hinmachen und den Rest felsig lassen. So. So noch vielleicht so ein paar vereinzelte. Ich glaube, ich mache hier alles einfach voll mit Bäumen. Zumindest so gut wie geht. Wollen natürlich auch nicht übertreiben.
Definitiv nicht. Also das ist schon ganz gut. Das sieht doch sehr cool aus. Ja, das ist super. Und ansonsten können wir hier vorne auch vielleicht noch einen Zaun dann vormachen. Also ein kleines Stück mit diesem normalen Zaun. Ist das der kleinste Zaun? Nee, ne? Der hier. Der Zaun müsste der kleinste sein. Da könnten wir vielleicht von hier vorne an so bis hier so nah wie geht dran gehen. So, genau. Und jetzt einmal den Weg entlang. Finde ich immer ganz schön, wenn man Wasser abzäunt. Natürlich wäre es schöner, wenn wir hier einfach nur so einen Zaun hätten, der ja so geländergroß ist. Das wäre eigentlich ideal. Das wäre am perfektesten. Aber das gibt es leider nicht. Finde ich auch sehr schade, dass es nur so... Also keine Zäune für Gäste gibt. Es gibt halt nur Zäune für Dinos sozusagen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber es zählt ja auch eigentlich zu Deko sowas. Sowas gibt es ja allgemein nicht wirklich in Jurassic World Evolution. Naja, naja. Oh, jetzt haben wir natürlich hier ein Problem, dass es viel, viel niedriger ist. Uff, mal gucken, ob wir das noch vernünftig hinkriegen. Sonst müssen wir gleich den Kreis auch nochmal neu machen. Habe ich eigentlich keine Lust zu, wegen den ganzen Lampen. Das sind alles so da Sachen, da hätte ich vorher ein bisschen mehr planen und nachdenken müssen. Das ist jetzt eigentlich meine eigene Schuld so ein bisschen. Alles klar, jetzt bin ich zufrieden. Ich habe es jetzt hier ein bisschen abgesenkt. Jetzt ist es hier nicht mehr ganz so steil. Dass hier so ganz leichte Hügel drin sind. Das können wir leider nicht verhindern. Ich bin froh, wenn wir mit diesem Bereich hier fertig sind, weil der ja halt sehr schwer zu bebauen ist durch diese ganzen Unebenheiten. Ist ein bisschen nervig, aber ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Es macht trotzdem sehr viel Spaß. Auf jeden Fall eins der coolsten JWE-Projekte, die ich hier gemacht habe. Definitiv. So, ich weiß gar nicht, ob wir da den Baum lassen. Es sind mir auf jeden Fall hier noch zu viele Säulen. Also diese Säule muss weg. Aber die Frage ist, kommt die mit dem Baum weg? Also schlecht fand ich es jetzt nicht. Der Baum war das denn? Das müsste der hier sein, ne? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob mir das hier nicht so weit drüben ist. Ich werde hier nämlich noch ein paar Felsen, glaube ich, hinmachen. Hier so ein Felsen. Haben wir denn hier noch vier Felsen? Hier noch einen Felsen hinmachen. Und eigentlich wäre dieser Felsen noch ganz cool. Der hier. Aber der hat sich. Ist ja auch ein bisschen zu groß, ne, mittlerweile. Und wenn ich den hier so hinmache. Nee, der sieht nicht aus. Da würde ich, glaube ich, dann eher nochmal einen anderen bevorzugen. Aber wir haben leider gar nicht mehr so viel Auswahl, weil das hier ist der Baum. Der hier wurde geändert. Wir könnten den hier noch machen. Der ist, glaube ich, ganz cool. Dann haben wir hier drei verschiedene Felsen drin. Dann denke ich mal eine gute Sache. Vielleicht jetzt noch den ein oder anderen Baum damit rein, damit das ein bisschen dekoriert aussieht. Dann bin ich doch schon recht zufrieden. Der hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen rüber. Das stört mich ein bisschen. Dass er so nah an den Fußgängerweg dran ist, das ist ein bisschen doof. Okay. Ja, so ist schon ein bisschen besser. Das ist super. Ich versuche jetzt hier nochmal so einen Baum oder so hinzubekommen. Also Palmen wären auch cool. Aber die verschwinden natürlich, ne? Frech. So, wir versuchen mal, jetzt nur die Palmen bleiben. Ja. Komm schon. Nein! Das ist aber auch immer schwierig hier, ne? Mit diesen Tools. Ich dekoriere das jetzt doch mit diesen Palmen. Ist irgendwie ein bisschen einfacher. Als die anderen, die immer rumzicken. Ich mache die Palme aber eher so weiter hinten hin, damit man ein bisschen was von den Felsen auch sieht und so, damit die Landschaft nicht so verdeckt ist. So, jetzt noch ein paar Büschchen dahin und dann sieht das eigentlich schon ganz cool aus. Schade, dass hier so wenig Blumen bei rumkommen. Wäre eigentlich ganz toll, wenn das so ein bisschen... Die begrüne ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Wenn das so ein bisschen bunter hier wäre. Aber das ist halt alles immer random, diese ganzen Tools. Man kann halt leider nicht bestimmen, wo genau die Blumen hinkommen sollen, wo was ist und so weiter. Was immer ein bisschen schade natürlich ist. So, hier nochmal wieder ein bisschen ausgetrocknet das Ganze wirken lassen. Hier meinetwegen auch. Machen wir dann nochmal so. Das sieht doch schon ziemlich gut aus. Hier in der Ecke auch ein paar Büsche. Ja, viel mehr brauchen wir jetzt gar nicht machen. Hier hinten habe ich schon alles perfekt bewaldet. Supi, damit ist dieser Bereich auch gestaltet. Und er sieht doch schon ganz ordentlich aus.
Und ich werde jetzt als allernächstes hier rüber bauen, in diesen Bereich. Dafür mache ich den mal eben erstmal hier frei von Bäumen. Bäume sind weg und ich habe das Ganze jetzt ebenerdig gemacht. Das wird jetzt richtig schön zum Bebauen sein, weil wir keine Höhenunterschiede mehr haben und Gebäude vernünftig platzieren können und so weiter. Das ist echt, glaube ich, richtiger Luxus. Finde ich mega nice. Freue ich mich jetzt schon drauf. Hier wird auch wieder definitiv ein Gehege hinkommen. Und ich möchte hier eigentlich gerne den Parkeingang noch hinmachen. Ich glaube, den werde ich hier in die Ecke machen. Allerdings haben wir momentan hier eigentlich nur als Möglichkeit... Moment. Das hier, ne? Den Ankunftsort. Und ich finde, der passt momentan optisch so gar nicht in unseren Park. Der hat halt so Strohoptik, diese Jurassic Park Optik halt. Und finde ich irgendwie nicht so passend. Es gibt allerdings noch mit einer anderen Mod eine Alternative. Nämlich kann man da, wenn ich das recht in Erinnerung habe, die müsste ich gleich mal eben raussuchen, die Mod. Wie heißt das denn? Das Sicherheitszentrum. Genau, das hier. Das kann man auch als Parkeingang benutzen. Das ist ja zum Beispiel auf der Insel hier, wo der Vulkan ausbricht. Isla Nublar Nord zum Beispiel der Fall. Diese Einsatzzentralen gibt es da. Und ich glaube, das wäre ganz cool. Das würde dann sowas wie eine U-Bahn-Station oder so darstellen. Funktioniert leider jetzt noch nicht, aber ich würde sagen, ich gucke mal eben nach der Mod und dann nehmen wir einfach das als Parkeingang. Das Ganze funktioniert mit der Mod JW Revolution, heißt sie, glaube ich. Ist für euch unter Sonstiges in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde die Mod aber wahrscheinlich, nachdem ich das Gebäude platziert habe, wieder rausmachen, weil die fügt wirklich viel Krams ein. Da kann man zum Beispiel auch solche Tunnel und sowas platzieren. Das Problem ist nur, die bringen einen halt nichts, weil man den halt nicht in den Berg bauen kann und sowas, was ein bisschen schade ist. Weil an sich ist es mega cool, dass man hier auch so andere Gebäude bekommt. Oder hier zum Beispiel den richtigen Ankunftsort. Der unterscheidet sich zum Beispiel auch vorne mit der, ja, seht ihr ja das ganze vordere Gebäude und so, wo man halt runterläuft. Ja, und man kann sogar hier diese Tore und so platzieren. Isla Matanceros. Aber die schweben halt leider auch immer so ein bisschen und das, dadurch bringt einen das halt irgendwie gefühlt gar nichts, dass man diese Sachen platzieren kann. Ist ein bisschen schade und ich finde einfach, das ist ein bisschen nervig beim Bauen, wenn hier so viel, ja, ich sag mal, Sachen zwischen sind, die ich nicht gebrauchen kann. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich nach dem Platzieren einfach, ja, die Mod wieder deinstallieren kann und dann die Einsatzzentrale trotzdem noch als Ankunftsort funktioniert und ich wieder ganz normal weiterbauen kann. Das wäre echt nice. Also das ist jetzt eigentlich so dieses Sicherheitszentrum von der Optik her, aber sollte eigentlich als Besuchereingang funktionieren. Das werden wir jetzt gleich mal eben testen, würde ich fast sagen. Ich mache jetzt erstmal hier eine kurze Wegverbindung und dann gucken wir gleich mal, ob hier Leute ankommen. Oh, jetzt hat es hier mega geleckt. Dafür müssen wir natürlich hier vorne mal eben den normalen Ankunftsort entfernen. Das ist gut. Jetzt mache ich mal eben hier eine Verbindung zwischen den beiden Stationen hier. Müssen wir am besten auch einigermaßen schick hier lösen. Wir hier einen schicken Weg nach drüben finden oder hinbekommen. Sieht doch ganz gut aus. Und jetzt kann ich euch gleich sogar schon meine Mod zeigen, die ich selbst erstellt habe. Und zwar habe ich den Zug für die Einschienenbahn in schwarz gefärbt mit roten Streifen. Einfach damit man mal in unserem Fully Modded Park was anderes zu sehen bekommt. Und ich finde, das ist ganz schick geworden. Also gefällt mir richtig gut. Mal so ganz, was ganz anderes. Ist schade, dass man solche Skins nicht auswählen kann. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine Mod, die habe ich selbst relativ schnell erstellt. Und die ist natürlich für euch auch hochgeladen und in der Videobeschreibung zu finden, falls ihr auch mal in eurem Park eine schwarze Einschienbahn haben wollt. Ich finde es echt ganz nice. Können wir uns gleich nochmal genauer angucken. So Leute, jetzt seht ihr nochmal den Zug, den ich eingefügt habe. So sieht er aus. Schwarz und rote Streifen. Und die Schienen habe ich auch leicht grauer gemacht. Also das ist wirklich nur ein minimaler Unterschied bei den Schienen. Hab da halt auch so ein bisschen rumprobiert. Vielleicht werde ich die Schienen auch nochmal komplett in eine andere Farbe einfärben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Farbe denn cool aussehen würde. Oder was ihr euch vorstellen könntet bei den Schienen, was so zu diesem schwarzen Zug passt. Aber ich finde das ganz cool. Also ich mag das sehr gerne. Gibt einen halt so ein ganz anderes Feeling. Also dass hier mal was ganz anderes lang fährt. Sieht halt nicht so aus wie der Standard Jurassic World Evolution Kram, den man ja sowieso schon zu aufkennt und schon nach 1000 Parkbuilds sich mega satt gesehen hat. So, ja, ich beobachte das hier weiter und berichte euch gleich. Okay, ich habe es jetzt eine ganze Weile beobachtet und das scheint leider nicht zu funktionieren. Also das ist wirklich ärgerlich, weil jetzt bleibt uns eigentlich fast keine andere Wahl, als später unseren Park mit diesen
Strohdächern an irgendeiner Ecke oder Stelle zu bauen. Das geht halt gar nicht anders. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber dann bauen wir einfach so ein schönes Resort oder so in irgendeiner Ecke. Einfach so ein kleines Hotelding in irgendeinem schönen Wald oder sowas. Wenn wir das hinbekommen vom Platz, das wäre, glaube ich, ganz cool dann. Das geht dann auch klar. So, haben wir denn jetzt hier den normalen Ankunftsort? Ich muss gleich wieder die Mod auf jeden Fall deinstallieren, weil das ist echt anstrengend hier mit diesen ganzen Gebäuden. Ich mache nämlich jetzt das Ding hier wieder hin. Dann werden wir halt so ein kleines Strohdorf oder sowas bauen, wo dann die Gäste halt so ein kleines Resort und Spa haben. Und das müssen wir halt ein bisschen abschirmen, weil so vom Grunddesign ist unser Park ja eher relativ modern. Also finde ich zumindest von der Optik. Und ich weiß halt nicht, ob das Stroh nicht irgendwie die Optik zerstört. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ist halt jetzt ein bisschen ärgerlich, weil mein Plan war eigentlich anders. Aber das kann man nicht ändern. Ich mache jetzt mal eben die Mod wieder raus und dann geht's weiter. Dadurch, dass der Ankunftsort jetzt hier nicht mehr hin soll, haben wir auch einen großen Vorteil, denn wir haben jetzt hier mehr Platz für ein weiteres Gehege und dort soll der Dimetrodon rein. Das ist ja auch so eine Mod, die ist auf jeden Fall für so ein Parkbauprojekt ein Must-Have, weil es einfach mit die beste oder eine der besten Mods ist, die es für Jurassic World Evolution gibt. Von der Umsetzung her, vom Dinosaurier ist es ja nicht, vom Urzeitwesen her. Also gefällt mir richtig gut und deshalb wird das hier auf jeden Fall ein Dimetrodon-Gehege werden. Versuche jetzt hier noch eine möglichst interessante Wegform oder sowas hinzubekommen. Ungefähr so. Und hier in die Ecke soll dann das Gehege. Und dann haben die direkt hier so eine wunderschöne Aussicht, die Dinosaurier. Finde ich eigentlich ganz cool. Und hier drumherum machen wir gleich noch so ein paar schicke Gebäude. Auf jeden Fall sowas wie Fressbuden. Den hier könnte man überlegen, den finde ich ganz schick. Aber was ich auch ganz schick finde, ist tatsächlich... Also das Restaurant natürlich und der Kleiderladen ist auch ganz cool. Der passt hier eigentlich auch noch ganz gut rein. Ich hoffe nur, wir können den dann auch noch so ein bisschen kombinieren. Ich mache den mal so rein und hoffe einfach mal, also so ein bisschen schräg. Und hoffe mal, dass wir hier vielleicht noch diese kleine Toilette hinbekommen. Das wäre ziemlich cool. Die ist nämlich auch ein super Gebäude, die ist schön klein, sieht optisch sehr cool aus. Und die kann man wirklich überall noch gut hinbauen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn man das dann recht noch schön mit einem Weg verbindet, könnte das, glaube ich, ziemlich cool werden. Könnt ihr mal versuchen. Schön senkrecht runter. Und hier vorne könnten wir das dann auch so machen. Weil hier abrunden, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Ich will hier aber auch nicht bis zum Rand gehen. Ich will hier eigentlich auch nur so gehen, glaube ich. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. So könnte man das auch abrunden. Und dann hier halt noch die Restwegfläche ausfüllen, so gut wie es geht. Ausgefüllt habe ich das Ganze jetzt hier. Jetzt könnten wir noch ein paar Lämpchen hinmachen. Wo haben wir die? Da. Natürlich hier vorne an die Ecken, so wie immer. Mit den Lampen muss ich auch immer durchziehen. Darf ich nie vergessen, weil ich will halt später den Park mir... unbedingt bei Nacht angucken. Ich glaube, ich mache sogar hier hinten Lampen hin an die Ecke. Und dann sieht das doch schon ganz gut aus, wenn später hier Bäume rumkommen. Finde ich eigentlich ganz cool. Und hier könnte man noch überlegen, eventuell dahinter noch was zu machen. Entweder so einen Schutzbunker könnte man hier hin machen. Oh, das könnte man echt noch überlegen, ob man hier nicht noch so einen kleinen Schutzbunker zwischenpackt. Oder hier eher hin. Ich glaube, den mache ich eher hier hin. Platzieren wir den mal. Und ich hatte eigentlich überlegt, hier so einen schönen Turm noch hinzubauen. Oh, das wird natürlich platztechnisch sehr eng, muss man sagen. Aber würde rein theoretisch funktionieren. Ich mach das. Der Schutzbunker muss da weg. Der muss da weg. Weil genau da soll, glaube ich, der Turm hin. Damit das vom Winkel her nicht ganz so doof aussieht. Mit dem Weg. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das hier mache. Wahrscheinlich mache ich das dann auch eher in dieser Wegfarbe. Baue dann hier gleich noch schön eine Wegfläche oder so. Hier könnten wir sogar noch ein Zäunchen vorbauen. Dann nehmen wir, glaube ich, den hier. Könnten wir sogar so abrunden. Zu der Station. Hier so ein Stück gerade vielleicht. Ich werde auch nur hier so ein Stück vorbauen.
Oh, so reicht eigentlich. Das ist ganz cool. Hier geht's dann rein zum Beobachtungsturm. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier noch den Bunker noch hinbauen oder nicht. Man könnte es überlegen. Weil der ist halt relativ klein, ne? Also man könnte wirklich überlegen, hier noch, vielleicht sogar hier auf die Ecke. Das passt leider nicht. Ich will ja auch nicht zu viel hinmachen. Nee, ich denke mal, das reicht. Und hier kommt dann das Gehege dann hin. Das müssen wir jetzt einmal hier entlang gleich führen. Schön an dem Weg entlang. Der Schwingung nach. Ich versuche gleich auch schon mal dran zu denken, wo wir ein Tor hier reinbauen. Ich glaube, das wird super schwierig, hier ein Tor reinzubauen. Weil wir halt rundum gefühlt was haben um das Gehege. Erstmal müssen wir jetzt hier uns an dem Weg entlang schlängeln. So mache ich das mal. Bis zur Barriere. Hier kriegen wir kein Tor mehr rein, ne? Nee. Ich glaube, das mit Tor wird schon wieder nichts in dem Gehege, aber es macht nichts. Müssen wir den Futterspender so platzieren, dass man da wieder ohne Tor reinkommt, so wie bei dem begehbaren Gehege. Ist eigentlich auch eine relativ gute Lösung. So, mach ich mal so. Und das ist dann das neue Gehege. Ich glaube, ich mache hier wieder so einen kleinen Bereich rein noch, wo man reinlaufen kann. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Machen wir mal kurz hier... Machen wir das hier ganz an den Rand? Ja, warum eigentlich nicht? Machen wir nochmal kurz Zwischenstützen rein, damit ich hier nicht mir alles vom Zaun zerstöre. Nur hier dieses kleine Stück. Und hier könnte man dann echt nochmal überlegen, so einen Bereich reinzumachen. So ungefähr. So hinein. Aber dann noch mal ein bisschen anders gestalten als bei dem anderen. Da hätte ich auch erst... Warte mal, wir machen erst die Gestaltung von diesem Bereich. Ich will den auch noch umzäunen. Das heißt, wir dürfen nicht zu klein das Ganze bauen. Weil sonst werden wir da die Zäune nicht hinbekommen. Gerade wenn man abrundet. Also bei eckig geht das noch, aber ich will das natürlich nicht eckig bauen. Das sieht ja langweilig aus. Machen wir so. Genau, was wäre denn hiermit? So in der Art. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und da geht es dann hinein. Ich hoffe, da kriegt man noch so ein Zaunstück zwischen. Das wäre wichtig. Ja, tatsächlich, das klappt. Okay, das ist super. Das heißt, wir müssen hier doch nochmal eben entfernen. Die Fläche fülle ich dann aus gleich. Das ist dann sozusagen unsere Beobachtungsplattform. So, das hier wird dann auch nochmal ein bisschen geändert. Kann man hier nämlich auch nochmal reinlaufen. Das finde ich ganz nice. Machen wir das mal so. Und so verbunden. Sehr schön. Das ist cool. Hier machen wir das aber natürlich nicht mit Lampen, so wie wir es beim anderen gemacht haben. Hier machen wir es definitiv mit einem Zaun, weil der Dimetrodon, ich weiß gar nicht, das ist ein Fleischfresser, oder? Und der hat ja auch spitze Zähne und so. Also da dürfen wir auf jeden Fall unsere Gäste nicht zu nah ranlassen. Das wäre tödlich. Oh, das hier wird knifflig, glaube ich. Ich habe es endlich hinbekommen. So sieht das Ganze jetzt aus. Leider die Ecken konnte ich hier nicht besser abrunden vom Zaun, aber das ist eigentlich ganz okay. Ich habe auch die Wegform nochmal ein ganz bisschen geändert. Das ist doch ganz cool. Da kann man jetzt nämlich nochmal so reinlaufen. Finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das Gewässer zum Beispiel hinmachen. Oh, das könnten wir sogar noch hier in die Ecke machen. Das ist ja an sich auch nicht so uninteressant, ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Da so an den Rand. Laufen die hier, oder müssen die hier schön nah an den Zaun ran, um zu trinken. Wir könnten auch überlegen, dass wir hier noch teilweise den Zaun undurchsichtig machen. Damit man nur an bestimmten Stellen durchgucken kann. Zum Beispiel hier. Und da. Dann hat man hier den Turm. Hier kann man durchgucken. Und hier vorne auf der Plattform kann man durchgucken. Das ist doch ziemlich nice. Das sieht super aus. Jetzt müssen wir den Feeder auf jeden Fall... Oh, was brauchen wir den jetzt bei der Mod? Fleisch oder Pflanze? Ich glaube, die haben das sogar eingefügt, dass Fleisch funktioniert. Ich bin mir da aber gar nicht ganz sicher. Das müssen wir dann austesten und mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Am besten... Er darf halt nicht zu weit weg, damit die Jeeps den auch im Betrieb auffüllen könnten. Ich meine, das ist jetzt Sandbox, das ist eh egal. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, hier ist kein Zaun drin und... Ich glaube, hier vorne... Vielleicht hätte ich auch hier noch einen Zaun... Tor meine ich natürlich. Hätte ich hier auch noch ein Tor einbauen können.
Meint ihr, so ein Jeep hätte hier durchgepasst? Das wäre super ideal. Jetzt bin ich ja mal gespannt, aber das sieht gut aus. Okay, der Jeep kann tatsächlich hier hinten langfahren. Das ist ja super. Damit können wir sogar noch ein Tor einbauen in das Gehege. Dann ist es umso perfekter. Das ist natürlich jetzt super nice. Damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Zack, schon haben wir doch noch ein Tor in unserem Gehege untergebracht. Richtig cool. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet, dass wir das hinbekommen. Das ist doch schon ganz nett. Kann man hier die nochmal schön angucken. Ich will auch gar nicht zu viel bewalden und sowas hier, weil ich halt nicht die Aussicht mir hier kaputt machen möchte. Ich bin schon sehr zufrieden damit. Viel mehr werde ich auch gar nicht hinmachen. Ich glaube, ich werde hier mein... Also hier die Strecke wird sowieso alles voller Wald sein. Vielleicht werde ich nachher noch den einen oder anderen Baum entfernen, aber das sind dann so Feinheiten und dann vielleicht mal so einen umgefallenen Baumstamm dazwischen und so. Aber erstmal kann hier ruhig ordentlich Wald stehen. Das ist super. Das sieht doch echt gut aus. Gefällt mir. Und ich weiß nicht, wie ich das hier mache. Ich will hier das auch eigentlich flach lassen. Könnten hier vielleicht nochmal so ein bisschen anhügeln. Damit das nochmal ein bisschen interessanter aussieht. Ja, vielleicht nicht zu sehr. Aber so einen Spitzenhügel hätte ich da schon gern. Vielleicht können wir auch nochmal so den Felsen da drauf machen, so wie wir es schon öfter gemacht haben hier in dem Park. So in der Art. Dann halt das Ganze nochmal anpinseln. Felsfarben. So, das gefällt mir. Das Wasser lasse ich dann, glaube ich, hier. Will ich hier noch mehr Wasser machen? Nee, ich glaube eher nicht. Könnten überlegen, hier auch nochmal so einen Felsen hinzumachen. Ich mag diese Felsen echt gerne. Eine tolle Deko. Und der wird sogar nochmal so ein bisschen das Tor, also von der Sicht her blockieren. Das ist ganz nice. Man das nicht mehr ganz so krass sieht. Solche Mitarbeitersachen sind ja nicht immer ganz so schön anzusehen, ne? Deswegen finde ich das immer ganz cool, wenn man das zumindest so versucht, so gut wie es geht, zu verdecken. Ich will das aber auch gar nicht so dunkel gestalten hier. Also nicht so trocken. Weil wir könnten ja eigentlich schon wieder so ein bisschen in eine trockenere Richtung gehen, ne? Das andere Gehege war ja schon relativ grün, was wir gemacht haben. Also vielleicht könnten wir echt überlegen, hier Schiefer unterzuklatschen. Das Ganze doch wieder so ein bisschen ausgetrockneter wirken zu lassen. Natürlich nicht so krass. Eigentlich müsste hier am Wasser gerade ein bisschen Gras wachsen. Gerade hier, ne, am Wasser. Macht ja irgendwie Sinn, dass da Grünzeug wächst. Wir machen jetzt erstmal hier alles standardmäßig Dirtfarben. Und jetzt zur Gestaltung können wir noch so ein paar Baumstämme hier hinlegen. Schön ausgetrocknete. Hier so hin, warum nicht? Den könnten wir auch nochmal einen hinlegen. Ah, den lege ich, glaube ich, eher andersrum hin. Dann blockiert er nicht so die Sicht, weil der dicke Stamm da im Weg liegt. Finde ich dann ein bisschen schöner. Der hier so liegt. Das ist cool. Und jetzt brauchen wir auch noch so ein paar Bäume. Wollt es ja dann doch nicht zu trocken aussehen lassen. Gucken, ob wir hier noch welche hinbekommen. Oh, der ist perfekt. Der gefällt mir richtig gut. Hier kriegen wir wahrscheinlich keinen mehr hin. Nee. Okay, hier noch einen kleinen Baumstamm rein. Und dann noch ein paar Büsche. Am besten ausgetrocknet hier. Diese Klippendinger sind ganz cool. An die ein oder andere Stelle. Gerade hier bei den Baumstämmen finde ich das immer sehr cool. Dann sieht das schon ziemlich cool aus. Ist halt auch so ein sehr steppenmäßiges Gehege dann von der Optik her. Aber das sieht doch ganz nice aus. Und da kommt auch schon der erste Dimetrodon. Der neue Bewohner für diese Folge in unserem Fully Modded Park. Ich liebe diese Mod, die ist so cool. Er ist übrigens für den Nodosaurus in das Spiel gekommen. Kann aber, glaube ich, also ich glaube, durch die Mod wurde auch Fleischfressen reingepatcht. Ich hoffe, das funktioniert. Müssen wir dann gleich mal testen. Die sieht schon heftig aus, ne? Ich meine, die Mod haben wir uns jetzt schon öfter angeguckt, aber jedes Mal, wenn ich sie sehe,
finde ich den mega nice. Allein schon, wie dieses Segel immer sich bewegt, wenn er läuft und sowas. Das ist schon richtig, richtig cool. Aber wir haben natürlich noch andere mit anderen Farben. Hier kommt das Dschungelmuster. Insgesamt lassen wir 4 Stück frei. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Das ist, denke ich mal, eine sehr gute Anzahl für das Gehege. Wow, auch richtig coole Farbe. Richtig schön grün. Hammer. Also das ist wirklich ein richtig geiler Skin. Ich hoffe, wir haben gleich auch noch einen roten dabei. Weil ich würde mich sehr freuen, wenn diese alle so ein bisschen unterschiedlich sind von der Farbe. Ah, der Standard, der dürfte, glaube ich, rot sein. Oder so rötlich. Ja, perfekt. Okay, dann habe ich alles richtig gemacht. Haben wir schön verschiedene Farbkombinationen. Ich bin gleich noch auf die letzte gespannt. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Sieht auch mega cool aus, ne? Der rote Skin. Also das ist jetzt hier der Standard-Skin. Hammer cool. Und jetzt der letzte. Das ist Waldland. Dürfte also auch wahrscheinlich so in Richtung Grün gehen, denke ich mal. Na, nicht ganz. So eine Mischung zwischen dem Weißen und dem Grün. So ein Zwischenton. Also ich glaube, da habe ich ziemlich coole Skins ausgesucht. Ja, sieht mega nice aus. Wir können uns jetzt mal alle 4 nochmal anschauen. Das sind sozusagen die 4 neuen Bewohner von dem Gehege, was wir gerade gebaut haben. Da werde ich die jetzt rüberbringen und dann schauen wir mal an, ob sie sich da wohlfühlen. Die Dimetrodons sind jetzt angekommen in ihrem neuen Zuhause und wie ihr seht, sie fressen Fleisch. Ist das nicht eine coole Mod, dass die sogar den Pflanzenfresser zu einem Fleischfresser macht? Finde ich mega cool und mir gefällt es auch sehr, dass man im Hintergrund, also das Gehege ist zwar sehr flach, aber dadurch, dass man im Hintergrund so direkt den Horizont sieht, wirkt das irgendwie total offen und irgendwie mega cool. Wenn man hier näher rangeht, sieht man auch das Meer. Das sieht schon wunderschön aus. Ich finde das richtig cool geworden. Wir können mal rauszoomen. Also das ist das Gehege, was wir heute gebaut haben. Ich finde, für den kleinen Platz, den wir hier haben, haben wir das wirklich relativ gut gemacht. Falls ihr das auch findet, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, damit ich weiß, dass das Format gut bei euch ankommt. Alle Mods, die ich hier verwende, sind natürlich für euch in der Videobeschreibung. Unter anderem natürlich auch die eigene Mod von mir, nämlich die schwarze Einschienenbahn. Aber das soll es jetzt mit der heutigen Folge gewesen sein. Denkt auf jeden Fall auch noch an schöne Namensvorschläge für diese vier neuen coolen Mitbewohner. Und ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund, euer Dandy.